es ganz viele Menschen, die fragen sich und fragen auch mich, ja, wo soll denn dann der Zement herkommen? Und in der Frage steckt dann schon irgendwie ein Vorwurf. Und das finde ich also nicht geboten. Die Frage wird da offensichtlich ganz gezielt gestreut, um hier der Bevölkerung ein schlechtes Gewissen zu machen, zu machen, oder wir sind schuld, wenn es jetzt kein Zement mehr gibt in ganz Deutschland. Wobei ich habe, obwohl ich tagtäglich Nachrichten schaue, ich habe noch nichts gehört, dass die Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, irgendwie den nationalen Zementnotstand ausgerufen hätte. Zudem ist es so, dass das ganze Inntal mit den Steinbrüchen, die überall hier sichtbar sind, und insbesondere Nussdorf natürlich seit 60 Jahren einen absolut überdimensionalen Beitrag leisten zur Sicherstellung des Zementes und zum Wohle und zum Profit der deutschen Zementindustrie. Persönlich bin ich ein sehr wirtschaftsfreundlich eingestellter Mensch, eigentlich ein Mann der Wirtschaft, wenn man so sagen will. Aber ich bin immer der Meinung, dass Wirtschaften und unternehmerische Verantwortung muss in der Balance bleiben. Ja, es ist heute nicht mehr zu verantworten, Menschen durch Dumpinglöhne etc. etc. komplett auszubeuten und dafür auf der anderen Seite einen riesen Profit zu schaffen. Und genauso ist es mit der Natur auch. Eine Unternehmung hat auch Verantwortung für die Landschaft, für die Natur, und wir sind eben der Meinung, dass das hier vollkommen aus dem Ruder läuft. Und deshalb sind wir für die Stilllegung dieses Steinbruches und gegen diese Erweiterung. Und wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben. Da sollten Sie ja mal andere Gedanken machen drüber. Der Berg hat seine Schuldigkeit getan.